Schön, euch wieder zusammenzusehen. Gebt euer Bestes. Ach übrigens, es gibt da eine Kleinigkeit, um die ich euch gerne bitten würde. Habt ihr beiden schon mal von den Schätzen der Welt gehört? Den Schätzen der Welt? Nein, was hat es damit auf sich? Es handelt sich dabei um auf der ganzen Welt verstreute, äußerst seltene Schätze. Ich hätte gerne, dass ihr aufbrecht und sie sucht. Würdest du mir bitte dein Forscher-Gadget einen Augenblick ausleihen? Mal schauen, wenn ich hier rumschraube, hier ranziehe, so fertig. So, hat das Gadget nach Veränderung einige Einstellungen zurückgegeben. So könnt ihr auf der Karte des Forscher-Gadgets sehen, wo sich die Schätze befinden. Sie befinden sich nämlich in Dungeons, die mit einem Kronensymbol gekennzeichnet sind. Jetzt müsst ihr nichts weiter tun, als die Schätze in den jeweiligen Dungeons aufzustöbern. Und außerdem habe ich den Forscher-Gadgets die sogenannte Schatzliste hinzugefügt. Dank dieser Übersicht wisst ihr stets, ob ihr einen Schatz bereits besitzt oder nicht. So, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der Suche nach den Schätzen der Welt. Halt, da wäre noch eine Sache. Solltet ihr bei der Bewältigung eines Dungeons unsere Hilfe benötigen, dann sind alle Mitglieder des Forscherteams für euch da. Ruft uns einfach, wenn ihr an unserer Seite einen Dungeon erkunden wollt. Du kannst jetzt mit den Mitgliedern des Forscherteams in Dungeons aufbrechen. Super. Und in dem Sinne, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Sorry für den Fail im letzten Part, dass da kein Ton war. Ja. Sorry. Okay, so. Hier haben wir jetzt die Schatzliste. Dicke Geheimschätze. Mysteriöser Schatz, mysteriöser Schatz, mysteriöser Schatz. Okay, Weltkarte. Ein Drittel haben wir wirklich jetzt schon geschafft. Okay. Hier haben wir Hügel des Versprechens. Das ist ein Schatz. Okay. Okay, okay, okay. So. Dann wollen wir mal weiter losziehen. Konnexus-Sphäre. Da hat sich bestimmt jetzt was geändert. Ja, ein paar Sachen. Ja, ein Krakelo. Geheimnisschungel unter Ebene 10. Und Fritzelblitz. Komisches Grasland. Ebene 4. Okay. Sehr schön. Alles klar. Da wollen wir auch hier mal wieder auf Kontinenten gehen. Oh, oh, oh. Ich muss mit jemandem über Schon reden. Okay. So, diesen Part, ja, habe ich jetzt gerade kein Thema parat. So. Momentan fällt mir jetzt gerade nichts ein. Falls mir jetzt gerade was einfällt, dann würde ich euch noch schnell sagen, denn wie kann ein Kampf, könntest du noch weiter verbessern? Okay. Idee, weil wir jetzt gerade mit diesen Leuten hier sprechen. Würde ich sagen, geht es um das Thema Freundschaften. Und zwar, da können wir mal quatschen,
einerseits, ja. Freundschaften innerhalb von YouTube oder halt in Real Life. In Real Life habe ich eigentlich ziemlich viele Bekannte, auch Freunde. Das meiste habe ich aus der Schule bzw. aus der Uni. Aus der Schule habe ich einen sehr guten Freund. Den Rest sind gute Freunde. Und das ist mehr aus der Grundschule gewesen. Der sehr gute Freund ist übrigens Wavekick, mit dem verstehe ich mich super. Ist aus dem Gymnasium. Ja. Und ein paar aus der Uni kenne ich jetzt auch mittlerweile. Und mit denen verstehe ich eigentlich mich auch ganz super. Auf der YouTube-Ebene ist es gerade so, dass wir schon Freundschaften geschlossen haben. In dem Sinne von, ja, halt mit Luna oder Alice, sind halt aus der Pokémon-Community. Da habe ich das so gelassen, so wie es ist. Und ich glaube, das sind auch die einzelnen Ausnahmefälle, mit denen ich mich auch so privat ein bisschen auseinandersetze. Ja, und halt den Grafen. Aber das ist jetzt kein Fan oder so, sondern halt auch ein Kollege, mit dem ich mich auch ein bisschen mehr identifiziere. Ne? Genau. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, so eine Freundschaft zwischen Fan und YouTuber, ich sag mal nee. Weil das geht mir dann doch wirklich privat. Weil ich kann nicht sagen, ob der jetzt vertrauenswürdig ist, weißt du? Es kann auch ganz schnell ein Hater sein. Und ja. Deswegen. Hier haben wir noch jemanden. Spezialverteidigungsringe. Wenn es um Graf geht oder Luna oder Alice, dann würde ich schon mehr ins Detail gehen, weil klar, Nummern tauschen tun wir jetzt nicht, aber wir haben ja Discord, das reicht ja eigentlich. Discord können wir genauso außerhalb des Computers nutzen, wie WhatsApp, also mein Gott. Es gab tatsächlich mal einen Fall, da wollte jemand eine Nummer von mir haben. Da habe ich aber gesagt, nee, möchte ich nicht. Da hat er gesagt, ich bin ja dein Freund. Da habe ich gesagt, wie erklärst du ihm das jetzt? Da habe ich gesagt, du bist eigentlich nur ein Fan aus der Community. Ich kann ja jetzt nicht einfach so eine Nummer geben, weißt du, von mir. So leid es mir auch tut, ne? Aber ich meine, ich bin zum Quatschen gerne da. Aber
Wenn es um die Intimsphäre geht. Oder halt eine Privatsphäre so. Das wäre dann ein bisschen doof. Und so. So. Ich habe Angst, die Konnexosphäre zu öffnen. Tatsächlich. Hier haben wir noch jemanden. Okay. Ja. Ich glaube, heute wird auch der letzte Tag sein, als dass wir als Indivier und Feuerriegel spielen. Aber darauf kommen wir gleich ein. So. Okay. Ich find's ganz cool, wenn man als Community miteinander quatscht und halt plaudert über Games oder was weiß ich. Das finde ich an sich ganz cool. Deswegen haben wir ja auch diesen Community-Server geöffnet, damit halt jeder von euch halt auch mit uns quatschen könnt. Vielleicht auch Privatchat. Wenn ihr euch halt nicht traut, aber also ich persönlich weiß es nicht. Den Grafen. Ich glaube, würde jetzt bestimmt genauso gehen. So. So. Okay. Dann gehen wir mal in eine liegende Ecke. Und gehen zum Baum des Lebens. Da müssten wir uns eigentlich entwickeln können. So, genau. Wir entwickeln uns. Genau, jetzt sind wir ein Lorblatt. So, Cutter ist dran. So. Zeit für eine Veränderung, würde ich sagen, ne? So. Genau. Schick, schick. Gehen wir erstmal zum Wasserkontinent, würde ich sagen. Und schauen wir uns die Konnexosphäre an. Oh. Okay. Tatsächlich habe ich jetzt gerade mit mehr erwartet. Aber okay. Wir haben einen Kaputops. Keine Dschungel. So. Okay. Ups. Die Lava kommt nicht raus. Cutter meinte ich natürlich. So. Schön. Ja. Jetzt sind wir halb entwickelt. Jetzt werden wir uns neue Attacken. Was? Bei Attacken zack Bunken interessiert ihr jetzt auch Attacken erlernen. Was? Aber die Stärke ist jetzt aber nicht gerade der. Aber wir können erinnern, ne?
Das müsste funktionieren, dass wir da ein bisschen... Okay. Das finde ich interessant. Ja, gut. 15 Minuten. Wir gehen mal nach Ruhenau. Da müsste nämlich auch gleich was sein. Jupp. Wir haben Ursaring. Vielleicht sollten wir erst anfangen, die ganzen Schätze abzuarbeiten. Und die Dungeons erstmal nach hinten verlagern. Ich weiß nicht. Handy vibriert. Plimpfer. Also ich würde meinen, dass wir auch mit anderen Dudes hier aus dieser Gegend noch ver... Ja, okay. So, Borenta. Okay. Sehr schön. Okay. Hier haben wir Sodashita. Schön. Okay. Mana natürlich auch. Okay. So, dann wären wir hier schon mal fertig. Hier haben wir alles. Karippas möchte wahrscheinlich auch. Blanas glaube ich eher später. Nun, die Leute im Dorf haben die Megalon und mich mit offenen Armen aufgenommen. Und das, nachdem wir allen hier so übel mitgespielt haben. Ich kann mich echt glücklich schätzen, dass die Leute hier nicht nachtragend sind. Ich bin echt total dankbar. Im Gegenzug möchte ich dir meine ganze Kraft in den Dienst des Dorfes stellen. Und falls ihr beiden meine Hilfe brauchen solltet, bin ich gerne bereit, euch bei euren Abenteuern zu unterstützen. Also, was ich noch sagen wollte. Ja, dann müssen wir aber, glaube ich, noch einen höheren Rang erreichen oder so. Zumindest war mir das so... Karippas möchte nicht. Okay. Schade. Knospe Roselia möchte nun nicht. Wollen wir auch erst ja nicht anfangen. Psyo haben wir schon, ne?
Ah, oh, hier sind die ganzen... Spooky. Wir sind nur zwei Leute. Item zustellen. Mitternacht Sonnenteil Nebelkontinent. Okay. Und Pinsir. Guck dir mal an die Karte jetzt an, wie voll die jetzt auf immer ist, ne? Felshöhle. Alter Vater. Heieiei. Ja gut. Ein Raupi? Oh Gott. Jetzt haben wir die ganze Zeit jetzt nur diesen Mist jetzt gemacht, ja? Ach du je. Na, heute mal entspannt, würde ich sagen, wa? Ja. Boah, lohnt sich das jetzt auch ja nicht, jetzt irgendwie einen Dungeon anzufangen? Tatsächlich. Wir müssen sowieso noch die ganzen Event-Sachen machen, fällt mir gerade ein. Das können wir im nächsten Part machen, tatsächlich. Ja. Wie sieht's denn jetzt aus? Wir sind schon mit 196 Pokémon verbunden. Super. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Heute mal ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann werde ich euch mal die ganzen Eventgeschichten mal ans Herz legen. Macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und tschüss.